Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Montagmorgen. Oh, ich weiß gar nicht das Datum, ich glaube der 18. 17. oder 18. Ich habe gerade mein Tiefbett zusammengeschoben. Fahre ich raus nach Mannheim, hole den R39. Der geht hier nach Hause, auf den Hof. Wartung, keine Ahnung. Das mache ich heute Morgen als erstes. Ja, und dann schauen wir mal. Keine Ahnung, was es noch gibt dann. Fahren wir los. Warnung wird lustig. Halt, nee, kann noch nicht losfahren. Mikros alle wieder dran machen. Mannheim wird lustig heute Morgen. So. Weil, ja, eigentlich war das für den Samstag geplant, aber irgendwie hat es dann doch nicht hingehauen. Die Bagger war anscheinend fertig. Bagger war anscheinend fertig, sonst könnte ich ihn ja nicht holen gleich heute Morgen. Ganz ehrlich, jetzt auch lieber am Samstagmorgen gemacht, weil da ist halt wenig los. Ist heute Montagmorgen, erste wieder zur besten Zeit hier rein. Nach 7. Normalerweise würde ich hier rausfahren, aber ich glaube, hier ist die Zufahrt in die ehemalige Kaserne, ist glaube ich gesperrt. Also fahren wir hier eine Ausfahrt weiter oder beziehungsweise eine Abfahrt weiter. Rein, ne? Ah, okay. Da hinten ist ein Elbe 2 Fiat heraus. Vielleicht ist die Einfahrt doch frei, weiß es nicht. Da fahren wir so rum. Komme ich dann wieder hin an dem super tollen Kreisel vorbei. Was heißt vorbei? Ich muss da durch. Wer weiß, ob ich sie brauche.
So, hier fahren wir jetzt recht rein. Aber so geht es ja normalerweise. Ich fahre hier gleich wieder rechts raus. Das freut mich. Der macht auch langsam. Der immer besser heute Morgen. Was los? Genau. Hier dran, der Benz. Jo. Danke. Und hier dran, der Benz. Ja, Guide. Guide. Ja, manchmal musst du einfach Augen zu und durch. Es ist so. Ein Auto hoch von unten, also denke ich, wird das schon auch noch gesperrt sein. Denke, wäre ich eh nicht reingekommen. Na, da vorne ist doch frei. Ich kann rausfahren, ja? Ich kann rausfahren, aber ich kann nicht reinfahren. Ach, ich mache mir wieder die 12 Volt an.
Ich kann rausfahren, das ist schon mal gut zu wissen. Na, da vorne steht ein LKW mit Betondecken. Also haben wir da schon mal. Vielleicht für die nächste Baustelle, das weiß ich noch nicht. Aber ich glaube es nicht. Da wird alles voll stehen drin. Oder kann ich hier schon rein? Danke. Doch, ich kann hier schon rein, oder? Die Kirche, da vorne ist die Kirche. Hier bin ich doch zu Hause, oder? Weiter rein gefahren. Oh, der Kollege hat anscheinend das Loch hier geöffnet. Ja, das wäre ich ja gerne links gefahren. Aber hier komme ich jetzt nicht rechts rum ums Eck, ne? Geladen, sorry, hab die Kamera nicht dabei gehabt. Ich gehe rückwärts wieder raus. Oh, der Kollege guckt mir. War nur ein Keil, war nur ein Schuh. Meine Lichter vorne gehen nicht. Viel weiter raus, ne? Auf die linke Seite. Ja, das ist halt der Nachteil. Die Arme nicht weiter rausgehen. Dankeschön. Jenny da noch. Alle. Ohne Warte. So. Thank you.
raus, da vorne, die biegen links ab. Ne? Ich weiß halt nicht, kann ich da wieder links raus oder kann ich da nicht links raus? Wäre mir eigentlich lieber, ne? Da vorne im Krankenhaus ist immer ein bisschen viel Trubel. Einfach mal links ab. Wird schon tief gehen. Fahren alle links, also gehe ich mal davon aus, das klappt. Wir wollen hier über die Straße. Okay, die Ampel ist auch rot. Gut. Die fahren mal hier vor. Ja. Da komme ich nicht durch. Ein bisschen rausfahren, ein bisschen rausschieben. Augenblick. Gucken, ob ich hier vorne rauskomme. Aber das vorhin auch ist ein Hängerzug gefahren. Der ist auch gut. Hängerzug halt. Aber der ist auch hier rausgefahren. Also sollte das eventuell klappen. Wenn nicht, dann halt. Mal wieder ein paar Barke auf die Seite räumen. Knapp werden hier raus. Könnte
beschissen knapp werden hier raus. Jawohl, das sieht gut aus. Das sieht, glaube ich, sehr gut aus. Sagt der, fährt die Waage um. Ne? Vorne könnte es ein bisschen knapp werden noch. Aber das hier geht. Vorne an der Ampel könnte es ein bisschen haarig werden, weil ich ein bisschen über den Bordstein fahren müssen. Ja, geht. Dann greift der Bordstein hinten drauf. Habe ich zu Hause abgeladen in der Werkstatt. So bin ich hier im Weg nach Ingelheim, das Pharmaunternehmen. Da steht der Cut 336, den lade ich jetzt. Und der geht nach. Warum gibst du hier schon Gas, Alter? Und der geht nach Weilerbach rüber. Ins Hospital. Da muss schon wieder irgendwas weggerissen werden, da wird irgendwas falsch betoniert oder so, ich habe keine Ahnung. Ich werde noch nah. Anscheinend gehen meine Mikros schon wieder nicht mehr. Entweder sind sie schon wieder leer oder. Auf jeden Fall ist das Mikrofon hier vorne aus und geht auch nicht mehr an. Ich hoffe, dass man mich hört. Doch, es geht an. Oh, keine Ahnung. Ist mir auch jetzt egal. Falls man mich nicht gehört hat, ich bin auf dem Weg nach Ingelheim, lade dort den Cut, den 336. Den bringe ich rüber nach Weilerbach ins Hospital.
So, da sind wir. Kilometer-Marke geknackt, jawohl. Ja, eigentlich, also ich fahre das Fahrzeug seit dem 5. April. Ja, ist jetzt eine ganze Woche und zwei Tage oder so. Ich sag mal jetzt gute sieben Werktage. Fahre ich den jetzt und habe jetzt gerade mal 2000 Kilometer. Das ist eigentlich, ich weiß es nicht, also 2000 Kilometer haben normale in einer halben Woche oder so, zweieinhalb Tage. Früher in meinen Fernverkehrszeiten, da hast du immer so dreieinhalb, zwischen dreieinhalb und drei, acht oder so in der Woche gefahren. Bist du halt aber auch gefahren viel. Alles gut. Schon. Okay, hier wird immer noch gedreht. Weg. Ich glaube, ich kann dann eh nur rechts rumfahren, oder? Ja. Jupp. Noch eine Container. Noch mehr Container.
hinten der Container, ja. Also linksrum kann ich knicken. So, ich werde jetzt mal anrufen gleich. Wo der Kleine hin soll. So, also einmal außenrum quasi. Das hat der Kollege hat gesagt, der Kran wäre weg. Ich bin doch gerade eben reingefahren. Da steht doch ein Kran. Oder? Oder habe ich geschielt? Oh ja, machen wir mal wieder eine Platzrunde. So lange her, da konntest du hier nirgendwo reinfahren, ne, weil du im dicksten Sulver standst. Von beiden Seiten betoniert hier.
Schwarzwasser drin. Brutal, oder? Naja. Der Autokran ist weg, da stand doch eben ein Autokran. Scheinbar ist er doch weggefahren jetzt, ha? Egal. Hier rechts rein, ja, aber warum kann ich denn von der anderen Seite rein? Gut, ich lade mal ab. So, sorry, war heute irgendwie ein bisschen lustlos der Tag. Ich habe noch ein Rad gewechselt am Tieflade. Das war für dich. Ich bin ja froh, dass ich mal ein Rad runterfahre und nicht kaputt fahre. habe ich noch einen Radbagger, einen A29 geladen. Habe ich das erzählt? Oh, ich weiß es nicht mehr. Doch, habe ich, genau. Er geht morgen nach Wolfstein, morgen früh. Ohne alles, ohne Lüffel, ohne Fahrer, ohne Schlag mich tot. Und ja. Fahre die Mühle in die Box und dann, wie gesagt, Schluss für heute. Was nach Wolfstein ist morgen früh, weiß ich nicht. Entweder hole ich einen Landstuhl und backe. Ein Bagger. Oder ein Radlader. Keine Ahnung. Sehen wir morgen früh. Bis denn. Hallo am Dienstagmorgen. Ich habe gerade meinen Radbagger abgeladen. Hier im Werk. Jetzt fahre ich wieder nach Hause. Laden Radbagger. Nächster Radbagger 904. Abgelenkt und der muss nach Ganglow rüber. Ja, gibt auch ein bescheidenes Fahren hier wieder mit meinem Vierachser. Aber wird schon hinhauen. Muss ich nochmal den Kollegen anrufen, ob er hat mir irgendwas gesagt, dass die Straße gesperrt wäre, ob ich quasi aus Richtung Rockenhausen reinfahren kann oder ob ich hinterherum fahre muss, aus Richtung Meisenheim kommen quasi. Das muss ich jetzt nochmal rausfingern. Ja.
beides nicht wirklich Spaß, aber es ist halt, was es ist. Den fahre ich jetzt rüber nach Gangloff. Den Bagger. Wird ein bisschen lustig, wird ein bisschen spaßig. Abla. Die Durchfahrten sind ein bisschen bescheiden. Aber Verkehrsteilnehmer sind. Man sieht ihn nicht mehr, vorne fährt ein weißes Fahrzeug. Der musste eben auf der schmalen Gasse hier überholen. Musste, der ist im Grünen gefahren eben. Aber Hauptsache vorbei. Ja. Ich weiß auch nicht, was heute Morgen los ist. Später noch mal um fast 180 Grad nach links abbiegen. Das könnte ein bisschen sportlich werden. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus.
Eisen stillgelegt, der Steinbruch. Da wird so alle, weiß es nicht, ein, zwei, drei Jahre wird da mal gesprengt. Den Abraum, den meisten, also bisher haben wir den meistens gebrochen. Deshalb mindestens, ja, mindestens alle zwei Jahre sind wir hierher unterwegs mit unserer Pleasure-Kolonie. Damals hatten wir halt noch, oder hatten wir gerade diese Prallmühle. Und er war dann hier im Steinbruch. Das könnte auch schon länger her sein, das könnte auch schon drei, vier Jahre her sein. Weiß ich nicht mehr. Aus. Sollte ihn haben.
rechts ab. Da muss ich dann irgendwie mit dem Bagger reinfahren. Den Teleskoplader geladen hier auf der Baustelle. Kommst du auch vorbei am Träger? Ja. Ums. Weicher drehe ich hier und fahre rüber Richtung Meisenheim. Fahren über die Autobahn. Ja. Danke. Danke. Jetzt ist eh zu spät. Jetzt fahren wir so rum. Wir sind ja nicht breit, wir sind ja nicht schwer. Also, das ist halt so. Also, das Fahrzeug. Ich bin nach vorne breit und schwer bin ich auch. Lader geht mit nach Hause. Jetzt habe ich total verschwitzt. Kurve. Thank you.
gewusst hätte, dass hier so ruhig ist, ne? Wo ich hier, glaube ich, öfter durchgefahren, zumindest leer. Mit dem großen Bagger hinten drauf natürlich nicht, aber. Vielleicht habe ich auch gerade eine günstige Zeit erwischt. Kann natürlich auch sein. Problem ist halt hier auf meiner Seite und auch hier die ganze Strecke hierher. Hier sind jetzt hohe Bordsteine und hier auf der Strecke stehen Bruchsteine. Die haben halt alle eine sehr scharfe Kante. Sehr scharfe Kante. Ja, und da habe ich mir auch schon der ein oder andere Reifen kaputt gefahren. Was halt leider manchmal vorkommt. Jeder, der sagt, der hat das noch nicht gemacht, der lügt. Bleibst halt manchmal am Bordstein hängen. Und deshalb fahre ich hier halt auch eigentlich nicht so gerne lang. Eigentlich. Gar nichts los ist hier. Ist hier überhaupt frei? Da kommt ja mal einer. Komm, alles weiter. Alles weiter, danke. Alles weiter. Ach ja. Hier auf dem Hof. War das der? Da war das der nächste Einfahrt. Habe ich auch mal da hinten. Was aber das erkennt, da geht ein Schotterweg hoch am Waldrand. Muss ich mal hier rein und muss den Weg da hoch. Hat da oben wurde neuer Stall gebaut. Das war abenteuerlich. Dann natürlich rückwärts wieder runter. Habe ich eine Planierraube hochgeschafft. Als wir dann ziemlich fertig waren, das ist anscheinend auch nicht mehr, und dann wurde hier eine Behelfsfahrt, die ist noch, oder? Ist das die hier? Ja. Ne, hier vorne war die. Wurde genau hier jetzt seit links wurde eine Behelfsfahrt, eine Baustraße hoch gemacht. Und das ging dann so viel leichter. Danach. Naja. Ich weiß es gar nicht, hatte ich da nur der Rampentieflader noch? Oder ja, ich glaube, da war nur der Rampentieflader. Meine ich mal. Das ist schon recht lange her. Dürfte schon 5-6 Jahre her sein. Ja. Kurz vor zwei auf dem Nachhauseweg, dann habe ich einen Anruf bekommen, dass der Lader nicht nach Hause geht, sondern weiter auf die nächste Baustelle. Da bin ich jetzt gleich. Das ist eine neue Baustelle, ist eine Abrissbaustelle.
hat ein ewig langes Fahren hierher. Es ist einfach, geht eigentlich fast nur Landstraße. Jetzt bin ich hier auf einem Stück Bundesstraße. Ja. Mir tut sich doch noch arg schwer. Man hat irgendwie so das Gefühl, dass irgendwas noch nicht irgendwie, wie soll ich sagen, dass halt noch nicht der letzte Saftleistung freigegeben wird oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwas tut sich richtig, richtig schwer. Wird noch kommen, denke ich. Wenigstens regnet es gerade nicht, das ist auch mal ein Vorteil. Hat ja eigentlich den ganzen Morgen mehr oder weniger geregnet. Jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Sonne. Schauen wir mal. Kollegen muss ich noch mal anrufen. Müsste mein Zielort sein. Da unten kommt jetzt gleich eine Ampel. Ja. Oh ja.
hier eine angeblasen von vorne. Hallo du da. So, schauen wir mal, was das gibt. Ich kann wirklich wieder rauskommen. Immer denn? Moin. Moin. So. Hat er leer. Oh, Telefon ist heiß. Rausmachen. Wenn ich hier vorne drehen. Nach vorne gleich an der nächsten Kreuzung. Hier müsste ich drehen können normal. Ich glaube, ich lieber vorwärts hochfahren, rückwärts raus. Ne? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Reicht. Ciao. Ja. Was ob man sieht, da hinten dran die Scheune, die da hinten rausguckt. Die machen wir weg. Jetzt ist gleich 16 Uhr. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich werde jetzt noch anderthalb Stunden nach Hause fahren oder so. Ja, sie ist halt.
fahr doch rüber. Ja, du. Ja, manchmal. So. Links frei, rechts frei. Ja, ich hab geguckt, ob die Ampel grün war. Ja, war grün. Aber ich denke, die Ampel ist immer eine Fußgängerampel, ne? Ja. Ja. Wie gesagt, gleich 16 Uhr. Ich rufe nicht mehr an, ich fahre einfach nach Hause.